langsam, wotzig, langsam. Eins nach dem anderen. Er machte ganz friedlich. Was soll ich denn mit den 10 Minuten anfangen, die heute zu früh fertig wird? Wotzig, bedenkt er hat noch seine schönen 30 Jahre zu leben. 30 Jahre macht 360 Monate. Und erst wie viele Tage, Stunden, Minuten, was will er denn mit der ungeheuren Zeit anfangen? Heil er sich ein, Wotzig. Jawohl, Herr Hauptmann. Es wird mir ganz Angst um die Welt, wenn ich an die Ewigkeit denke. Ewig, das ist ewig, das sieht er ein. Nun ist es aber wieder nicht ewig, sondern ein Augenblick. Ja, ein Augenblick. Wotzig. Es schaudert mich, wenn ich denke, dass sich die Welt in einem Tag herumdreht und kann ich hoffen, Weltrat werden. Oder ich werde melancholisch. Jawohl, Herr Hauptmann. Zeck. Sieht immer so verhext aus. Ein guter Mensch tut das nicht. Ein guter Mensch, der sein gutes Gewissen hat, tut alles langsam. Red er doch was, Wotzig. Was ist heute für ein Wetter? Sehr schlimm, Herr Hauptmann. Wind. Ich will schon, es ist sowas Geschwindes draußen. So ein Wind macht ihn in Effekt wie ein ein guter Mensch. Aber er hat keine Moral. Moral, das ist, wenn man moralisch ist. Versteht er, es ist ein gutes Wort. Er hat ein Kind ohne den Segen der Kirche. Wie unser hochwürdiger Herr Garnisonsprediger sagt, ohne den Segen der Kirche, das Wort ist nicht Herr Hauptmann, der liebe Gott wird den armen Ohren nicht drum ansehen, ob das Amen darüber gesagt ist, die er. Herr sprach, lasset die Kleinen zu mir kommen. Was sagt der Pfarrer? Was ist da für eine große Antwort? Er macht mich ganz konfus. Wenn ich sage er, so mein ich er. Ihr armen
letztemal einer seinesgleichen auf die moralische Art in die Welt. Man hat auch sein Fleisch und Blut. Ja, wenn ich ein Herr wär und hätte einen Hut und eine Uhr und ein Augenglas und kein vornehm Reden, ich wollte schon Tugendhaft sein. Es muss was Schönes sein, die Tugend. Herr Hauptmann, aber ich bin ein armer Herr. Himmel kämen, so müssen wir dann helfen. Schon gut, schon gut. Ich weiß, er ist ein guter Mensch. Ein guter Mensch. Aber er denkt zu viel, das zählt. Er zieht immer so verhetzt aus. Gehe jetzt und renn er nicht zu, gehe langsam die Straße hinunter, genau in der Mitte, dann nochmals, gehe langsam, hübsch langsam. Ist verflucht. Ach was! Das ist die schöne Jägerei, schießen sind jedem frei. Da möchte ich Jäger sein, da möchte ich. Das Gras hin, wo die Schwämme so nachwachsen. Da reit abends ein Kopf. Es wär ein Übel. Drei Tage und drei Nächte lang. Und er lag auf der Vogelstelle. Das
wird finster. Das macht dir Angst? Nein, was? Was war die Freimaurer? Doch was war die Freimaurer? Aus der Hüde fällt. Sing lieber mit, lasse ab das Hüde knall. Alles voll, ein Schwein, ein Schwein. Ting, boom, 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 boom. Puh, da kommen sie. Was ein Mann, wie ein Baum. Er steht auf seinen Füßen wie ein Löwe.
Ei, was freundliche Augen, Frau Nachbarin. So was ist man an ihr nicht gewohnt. Marie, es war
wieder was. Was erleb ich, was heck, ein Mann, ein Ort. Ei, 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 was denn, Herr Doktor? Ich hab's gesehen, was heck, dass er wieder gepisst hat, auf der Straße die Hauswand. Gepisst wie ein Hund. Geb ich ihm dafür alle Tage 3 Groschen. Was heck? Das ist schlecht. Natur kommt! Aberglaube! Absoluter Aberglaube! Hab ich nicht nachgewiesen, dass Muskus konstrikt war, dem Wilden unterworfen ist? Die Natur! Perfekt! Der Mensch ist frei. In dem Menschen verkehrt sich die Individualität zur Freiheit. Pissen müssen! Hat er schon seine Bohnen gegessen? Es gibt eine Revolution in der Wissenschaft. Eiweißfette, Kohlenhydrate. Und zwar hat sie alle Hydrate. Aber, dass er wieder gepisst hat. Nein, ich ärgere mich nicht. Ärgern ist ungesund. Wer wird
sich über einen Menschen ärgern, wenn es noch ein Molch wäre, der einem Hunde fleck wird. Aber, was zeigt, so einfach kann die ganze Kiste. Sehen Sie, Herr Doktor, manchmal hat man so einen Charakter, so eine Struktur, aber mit der Natur ist's was anders. Sehen Sie, mit der Natur, das ist so, wie soll ich es sagen, zum Beispiel, Wenn die Natur aus ist, wenn die Welt so finster wird, dass man mit den Händen an ihr herumtappen muss, dass man meint, sie verrinnt wie Spinnengewebe. Ach, wenn was ist, und doch nicht ich. Ach, Marie, wenn alles dunkel ist und nur noch ein roter Schein im Westen wie von einer Esse, was soll man sich erhalten? Mich binden, Herr Doktor, wenn die Sonne mich verzählt und es ist, als ging die Welt in Feuer. Hast du deine Füße und ich stimme zu mir geredet? Okay, er hat eine. Sie schwemmen. Haben Sie schon die Ringe von den Schwemmen am Kreise, Figuren, ihr das lesen könntet. Okay. Thank you.
Thank you.
deinen Fingern glänzt. Ich hab sowas noch nicht gefunden. Zwei auf einmal. Immer schlecht, greif ihm unters Ärchen, der Stuhl drückt ihn, die hellen Tropfen stehen ihm auf der Stirn. Nichts als Arbeit unter der Sonne, sogar Schweiß im Schlaf. Geld, Marie, die Lehnung und was vom Hauptmann und vom Doktor. Ich muss fort, Marie. Adieu. Menschenleben rette. Auch sind wir offen tot, ganz verdunten. Habe schon 20 solche Patienten gehabt, in 4 Wochen. Doktor, erschrecken Sie mich nicht. Es sind schon Leute am Schreck gestorben. Am puren, hellen Schreck. 4 Wochen gibt ein interessantes Präparat. Oh, oh, oh. Und Sie selbst, aufgedunsen. Oder im besten Fall nur unten. Um Gottes
interessanten Fällen aktiven werden. Und wenn Gott will, dass ihr dazu zum Teil gedehnt wird, sagen wir die Unisterbliche. Halt, Doktor! Ich lasse sie nicht! Ich sehe schon die Leute mit den Sacktüchern vor den Augen. Aber sie werden sagen, er war ein guter Mensch, ein guter Mensch. Was hält er sich so an uns vorbei? Nein. Er läuft ja wie ein offenes Rasiermesser durch die Welt. Man schneidet sich an ihm. Er läuft, als hätte er die Vollwerte aller Universitäten zu rasieren. Und wenn er gefällt, so lang noch ein letztes Haar. Tja, richtig. Die langen Bärte, was wollte ich doch sagen? Die langen Bärte. Ein langer Bart unter dem Kinn, so wenig spricht davon. Man muss in den Staaten das Gemüt. Die langen Bärte, was ist Wotzeck? Hat er nicht ein Haar aus einem Bart in seiner Schüssel gefunden? Haha, versteht dich doch, ein Haar von einem Menschen, vom Bart eines Saffeurs oder eines Unteroffiziers. Oh, oh, eines Haar, oh, eines Botzeck, aber er hat doch ein braves Weib. Was wollen Sie damit sagen, Herr Doktor? Und Sie, Herr Hauptmann? Was der Kerl für ein Gesicht macht. Und wenn auch nicht gerade in der Suppe, aber wenn er sich ein und um die Ecke läuft, so kann er vielleicht noch auf einen Fall liegen. Ein Schnitten, ein Haar nämlich. Übrigens ein paar ich habe auch einmal ein Leben gefühlt. Aber Kerl, der ist ein Kreideweiß. Herr Hauptmann, ich bin ein armer Teufel, hab sonst nichts auf dieser Welt. Herr Hauptmann, wenn Sie Spaß machen. Was ist? Was ist das? Hauptmann, was? Die ja? Ein Tempel weiß wohl, wie Hölle auf dich da. Herr, Dann wisst
dieser Boxe. Mir wird ganz schwindig vor dem Menschen. Und wie verzweifelt, das hab ich nicht gern. Ein guter Mensch ist dankbar gegen Gott. Ein guter Mensch hat auch keine Courage. Nur ein Hundsgott hat Courage. Hundsfott. Mich greifen können mit den Fäusten. Bist du's noch, Marie? Eine Sünde, so dick und breit, dass wir sinken, dass man die Engel zum Himmel hinausreichen kennt. Aber du hast einen roten Mund, einen roten Mund, keine Blase drauf. Du bist so mütig, Franz. Ich fürchte mich. Du bist schön wie die Sünde. Aber kann die Todsünde so schön sein, Marie? Da hat er da gestanden. So, so. Die Gasse nicht verbieten. Teufel hat er da gestanden. Wie weit der Tag lang und die Welt all ist, können viele Menschen an einem Platz stehen, eine nach dem anderen. Ich hab ihn gesehen. Man kann viel sehen, wenn man zwei Augen hat und wenn man nicht blöd ist.
Geliebte Zuhörer,
sage euch, es ist gut so. Denn von was hätte der Landmann, der Fassbinder, der Schneider, der Arzt leben sollen, wenn Gott den Menschen nicht geschaffen hätte? Von was hätte der Schneider leben sollen, wenn ich den Menschen die Empfindung der Schamhaftigkeit eingepflanzt hätte? Von was der Soldat unterwirrt, wenn ich nicht die Bedürfnisse tut? Selbst das Geld geht in Verwesung über, und meine Seele stieg nach Brandewahr. Oh, Tochter, liebe Tochter! Was willst du? Ich riech Blut. 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 Andres, ich kann nicht schlafen, wenn ich die Augen zu hab, dann sieh ich sie doch immer, und ich will die Geigen immer zu, und es spricht aus der Wand heraus, es muss nicht Andres, dieser Geigen spricht.
Herr. Thank you.
Hanna, also zu. Spring, schwitzt und stinkt. Es holt euch auch noch einmal der Teufel. Ich bin verleitet und hab den Rhein. Bei einer Frau wird in der Kirche viel Wein. Mein Wein ist gut, mein Bier ist da. Mein Töchter liegt auf der Madrid. Die Welt es ausplaudern. Das Messer ist nicht so weit vorn. Sie findet ein Baden. Oder wenn sie nach Muscheln tauchen.
kennt's nicht. Aber ich muss mich waschen. Ich bin blutig. Danke! Und noch einmal! Kommen Sie, Doktor. Es ist nicht gut zu hören. Es stöhnt, als stürfe ein Mensch. Da ertrinkt jemand. Unheimlich. Rot, rot. Die Nebel. Hören Sie? Jetzt wieder das Ächzen. Stiller. Jetzt. Ganz still. Kommen Sie. Kommen Sie schnell.
Harrison Birtwistle's third opera, Jan, Tan, Tethera, is a pastoral tale of two rival shepherds on the Wiltshire hills, counting their sheep in the traditional way. Jan, Tan, Tethera, Medera, Pimp. Sethera, Leathera, Hovera, Dovera, Dick. Jan, Dick, Tan, Dick, Tethera, Dick, Medera, Dick, Bumfit. Harrison Birtwistle's third opera, Jan, Tan, Tethera, is a pastoral tale of two rival shepherds on the Wiltshire hills, counting their sheep in the traditional way. Jan, Tan, Tethera, Medera, Pimp.
Zethera, Leathera, Hovera, Dovera, Dick, Yan Dick, Tan Dick, Tethera Dick, Methera Dick, Bumfit.
Adam's grave. I came from north with one ewe and one ram, and I don't care much for this place where I am. Sharp horn in.
shall find you that I fancy for traffic. Shepherd, stick this rock in the grave mound.
sicher Hesen und Wöne, zum Piper Blister in mein Bier. Oh, how I'm not happy, and that my heart's not very content in these foreign parts. Why I shall have to say true.
36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.
That Northman who pastures the opposite hill is not in tree, says, and man stands still. The way he counts is some sort of spell. Maybe he's got help from the Baden. Some spell, and his flock grows. I suppose you taught him it grows. Yeah, Tan Tethera. Keep me safe from the power of hell.
The tune always comes from behind. Thank you.
flock sent or something, or somebody scary.
13 and aught. With this spring from the grave, my catch will be caught.
once I've got them, I can go away and leave the baton behind me and go where he'll never find me.
out on the downs alone, and the low clouds blacken the sky. You can hear beneath that mound a moan, like a dead soul's tortured cry. You may shelter behind a sass and stone to keep off the wind and rain, and the wind drops, and you hear a sound like a man being tortured under the ground, and you hear the eternal repeated pain of his eternal repeated hounds of the mammoth McKeeps, of a madden and mole who never sleeps. Echoes from the ground a muffled voice, the weight of the earth makes hoarse and thin. Yeah!